Hallöchen, ihr Lieben. Ja, wir beginnen natürlich auch das Jahr 22. Erstmal alles Gute dafür, euch allen. Gleich mit einem Tutorial. Ich habe ja eine Kooperation mit Panda Hall gehabt im Jahr 21 und hatte dazu lediglich ein Vorstellungsvideo. Und jetzt möchte ich zu einem dieser Stanzenset einen zweiten Teil mit euch abdrehen und gestalten. In diesem Set oder in einem dieser Sets sind diese Stanzen drin gewesen. Ich zeige euch die mal. Einmal. Dann hatten wir dieses Motiv drin. Dieses Motiv. Und dieses Motiv. Ja, mein Steampunk. Meine Steampunk-Leidenschaft, sagen wir es mal lieber so. Ja, ich habe diesmal auch eine andere Handyhalterung, also der Tisch. Ich kann ihn bewegen, ohne dass ihr wackelt. Mal gucken, wie das alles so wird. Ich werde euch aber noch mal einmal ganz kurz ein bisschen drehen, weil das sonst für meine Augen. Au! Scheiße. Jetzt habe ich mir fast die Finger geklemmt. Aua! Nicht nur fast, ich habe sie mir geklemmt. Egal, klappt alles. Sollte es hier zwischendurch mal knallen, dann liegt es daran, dass wir noch im alten Jahr sind. Ich aber schon fürs neue Jahr drehe. Also nicht, dass ihr euch wundert. So, worum geht's heute? Es geht darum, dass ich einen Teil dieser Elemente verwenden möchte und habe mir dazu dann aber auch noch weitere Teile dazu geholt. Diese werde ich bei diesem Video nicht per Namen nennen, denn es ist ja ein Kooperationsvideo. Und ja, da sollte es dann auch eben halt in dieser Kooperation um diese Produkte eben halt gehen. Was habe ich vor? Ich habe vor, ein Blockcover zu machen. Und da möchte ich euch eben halt mitnehmen. Ich habe mir hier ein bisschen so ein Spezialpapier rausgesucht. Das habe ich schon seit Jahren. Ich gucke gerade mal. Doch, da ist noch eine Rolle. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, warum ich das damals gekauft habe. Das ist Knautschpapier. Oder Krinkelpapier kann man auch dazu sagen. Ich habe das damals am Anfang meiner Bastelkarriere aus irgendeinem speziellen Grund gekauft. Aber fragt mich nicht mehr, welcher das gewesen ist. Wenn die Rolle alles, ich würde es jetzt nicht nochmal kaufen, weil es mittlerweile mit den Jahren der Entwicklung nicht mehr notwendig ist. Aber ich habe es eben halt noch und es ist ein Papier, was sich sehr gut verarbeiten lässt. Und das werden wir jetzt auch mal tun. Und was soll ich sagen? Ich habe natürlich ein paar Sachen vergessen. Egal, kriegen wir alles hin. So, ich habe mir diese beiden Elemente rausgesucht, die möchte ich hier drinne verarbeiten. Dann habe ich hier noch ein paar Elemente aus dem Steampunk-Bereich mir mit einer Mold fertig gemacht und habe hier auch noch mal einen Aufleger und habe hier auch noch ein geprägtes Element. Mal gucken, wie das dann zum Schluss alles aussehen wird. So, als allererstes werde ich jetzt dieses Ding hier mit diesem Klarlack aufbringen. So, ich habe mir jetzt dieses Stück hier rausgesucht. Wir haben hier eine gerade Kante. Das gefällt mir nicht. Ich reiße das hier einfach so ab und dann setze ich das hier einfach auf und knautsch das auch noch richtig schön, weil ich das schon ruhig so gefaltet aufkleben möchte. So, da bin ich wieder zurück. Ich habe auch schon ein bisschen an der Rückseite gearbeitet. Die liegt jetzt hier unten drunter. Deswegen nicht wundern, wenn das hier so ein bisschen wackelt. So, dann habe ich mir überlegt, wie ich was hier arrangieren möchte.
Und das werde ich jetzt hier alles aufkleben. Dann hatte ich dieses geprägte Element, habe ich von der Rückseite nochmal verstärkt. Da hole ich mir mal kurz meinen Uralt-Hebeschneider. Sowas gibt es ja jetzt auch wohl von einem namhaften Bastler. Ja, und das packe ich jetzt hier rein und mache mir hier, ups, da ist dann mal der Lackpinsel abgewandert. Werde mir mal hier jetzt die Ränder abschneiden. Dadurch, dass das schon so alt ist, muss ich immer gucken, wie ich mit dem Ding schneide. Aber das ist egal. Hier muss nichts gerade oder so sein. Hier kann das ruhig auch ein bisschen schief werden. So, sowas schmeiße ich noch nicht weg, weil das kann man immer noch gebrauchen. Dann habe ich festgestellt, diesen Lack als Kleber zu verwenden, ist nicht unbedingt so gut. Also wenn ihr einen guten Kleber habt, dann macht das lieber mit dem Kleber. Versucht eben halt einzunehmen, der nicht so wasserhaltig ist. Also gerade für einen Anfänger, das kann einem schon ganz schön schnell zur Verzweiflung bringen, weil es doch recht lange dauert, bis das eben haftet. So, jetzt werden wir uns hierum kümmern. Ich bin da eigentlich relativ ja, entspannt. Also hier muss auch nicht auf jeder Stelle Klebstoff sein. Ich habe mir mein Tombow, ich liebe ja mein Tombow, ich habe mein Embossing Buddy, meinen selbstgemachten, immer an der Hand. Somit sind meine Hände eingepudert. Und dann gehe ich hier einfach mit der Nadel. Ja, das ist eben halt hier doch ein recht lückenhaftes Motiv. Ich versuche so viele Flächen wie möglich hier irgendwie zu erwischen. Ja, und das reicht letztendlich eigentlich auch schon. Und dann wird das hier raufgedrückt. Klar, muss man schön andrücken. Und ja, meine Hände kleben gleich richtig gut. Aber und sie kleben nicht mehr. Klar, es staubt ein bisschen. Aber das ist nicht schlimm. Also, sagen wir mal so, mich stört es nicht. So, du sollst jetzt aber hier kleben. So. Dieses Element muss auch nicht wirklich an jeder Stelle kleben, weil es kommt ja jetzt noch ein weiteres Element drüber. Dieses werde ich aber nicht vollflächig aufkleben. Da werde ich ein Stück überlappen, was ich dann danach später abschneiden werde. Weil es mir sonst einfach zu viel wird. Hier ist auch noch mal eine Uhr oder so eine Art Uhr drinne. Das brauche ich überhaupt gar nicht, denn ich habe hier schon eine große Uhr drinne. Auch bei sowas muss man dann eben halt einfach mal gucken, wie man das dann eben halt macht. Ich trenne das aber nicht vorher, weil ein Stück von der Uhr kann man ruhig noch sehen. Aber ich habe dann praktisch hier so eine Linie als Richtung und dann kommt hier überall Kleber rauf. Zeige euch das mal. Und wie gesagt, in so einer Flasche geht das wunderbar. Und das muss nicht immer der riesengroße Kladderadatsch da drauf. Viel heißt nicht unbedingt hilft viel. So, das reicht schon vollkommen aus. So, wo war meine Richtlinie? Da. Und dann drücke ich das auch hier wieder an. Sieht noch sehr unspektakulär aus, ich weiß. Aber das kommt. So, und den, denke ich mal, werde ich hier so reinsetzen. So, den setze ich hier so ein bisschen runter, weil als ich ihn getrennt habe, sind mir die Flügel hier so ein bisschen kantig geworden, weil ich kann nicht rund schneiden. Also setze ich ihn praktisch hier so drunter.
Und dann sieht man das überhaupt gar nicht mehr. Und somit kommt jetzt auch hier Kleber drauf. So. Oh. Ich hoffe, die Kamera nimmt auf. Manchmal ist ja komisch. Dann denkt man, man hat gedrückt und ja. So. Und dann haben wir auch ein etwas feminines Motiv drauf, denn dieser Block ist jetzt nicht für einen Mann, nicht für ein männliches Wesen, sondern für ein weibliches Wesen. So, die Rückseite, das kann ich schon abschneiden. Das sind jetzt auch Elemente, die schmeiße ich jetzt weg. Also ich hebe ja nicht alles auf. Vieles, aber nicht alles. So, und das können wir jetzt auch abschneiden. Aber das hebe ich auf, denn das kann ich ebenso gut hier unten noch mit dran setzen und habe sofort gleich noch ein weiteres Designelement. So, da haben wir einmal die Rückseite und einmal die Vorderseite. Sieht schon cool aus, wa? Ihr denkt wahrscheinlich auch, was macht die denn da für ein Mist? Ja, aber das Endergebnis zählt. Manchmal täuscht der erste Eindruck. Wer hat das noch nicht erlebt? So, werde ich hier mal schon ein Element aufkleben. So, einfach eine Schraube. Dann will ich auch hier mal gucken. Hier will ich eine Mutter aufkleben. Das sollte ich vielleicht noch mit anderem Kleber machen. Mal gucken, ob es hält. Ansonsten sollte ich das vielleicht mit einem dickeren... Ah, ich weiß, mit was ich das mache. Ich habe es mir extra gekauft. Hebt die Sachen nicht für gut auf, weil sie trocknen euch aus. Und dann könnt ihr sie wegschmeißen. Ich habe nämlich von auch so einer Masse, die ich hier habe, die man für irgendeine bestimmte Technik benutzen kann. Da war jetzt nicht mehr viel drin, ein Glück. Aber die war komplett eingetrocknet gewesen. Die konnte ich dann wegschmeißen. Und ja, dieses Heavy Body Gel, das kostet einfach mal ein Schweinegeld. Und dann benutzt man es nicht und ärgert sich dann die Platze, wenn man es wegschmeißen darf. Hier mache ich mir auch gar keine Gedanken, wo ich das hinsetze, außer dass ich nicht in den Bereich für die Ringbindung kommen möchte. Das ist alles, weil das wäre dann eben halt ein bisschen doof. So. Auf der Rückseite möchte ich natürlich nicht so viele erhabene Sachen raufkleben, weil das könnte dann eben halt stören, wenn der Block dann eben halt wo auch immer liegt. Also letztendlich stört es dann eben halt beim Schreiben. Deswegen sollte die Rückseite schon 2D sein und nicht unbedingt 3D. So, das war das. Und jetzt kommt hier noch eine schöne fette Schraube hin. So. Und dann lasse ich das auch. Also mehr muss es erstmal nicht sein. Sollte ich noch Schrauben brauchen für mein Element, was ich aufbringen möchte. Da habe ich nämlich auch schon was vorbereitet. Wollte ich euch noch zeigen. Ich sammle ja Holzbuchstaben. Und wer gerne mit mir Buchstaben, also Holzbuchstaben tauschen möchte, der kann sich gerne bei mir melden. Ich habe ganz viele Buchstaben, die ich gar nicht brauche. Und ja, da kann man sich ja vielleicht dann irgendwo treffen. Ich sammle immer ganz gerne die A, T und die Cs und die T, die Ds und die Os. Nur mal so als ja, oder die Qs.
Und wenn ich jetzt ein Kuh habe, was so ein Schniepel noch dran hat, oh Gott, könnt ihr das überhaupt sehen? Naja, ihr wisst, was ich meine. Diesen Schniepel. Ich muss jetzt erstmal hier gucken mit der Kameraeinstellung. Ich weiß noch gar nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt, was ihr überhaupt sehen könnt. Das gucke ich mir dann nämlich nachher an, wenn ich das Video bearbeite. So, wenn ich dann hier so einen Schniepel habe, nehme ich mir einfach eine schöne, krasse Feile und feile das, oh, sollte auch ein Bild bleiben, feile das einfach weg. Da das sowieso noch umgefärbt wird, ist das egal. Ja, oder manchmal kneife ich dann eben halt mit einer Zange einfach bei einem E zum Beispiel, wenn ich jetzt ein F bräuchte, den unteren Teil würde ich dann einfach abknippen, knipsern und dann eben halt glatt feilen und dann ist das gut. So, dann habe ich das doch eigentlich ganz gut gemacht, weil hier kommt dann nämlich das T rauf, das O und das D. Und das O und das passt doch. So ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Und schon perfekto. So, da mir das aber hier noch ein bisschen zu. Wie mache ich das? Das kann so bleiben. Sekunde, ich bin gleich wieder da. So, dann geht es auch schon weiter. Ich habe jetzt die Buchstaben hier mal ein bisschen mit Schwarz eingefärbt. Und ja, werde mir jetzt diesen Pinsel nehmen, weil der ist mir dann doch ein bisschen zu klein. Und werde jetzt hier alles in Schwarz einmalen. Und dann nehme ich stinknormale schwarze Acrylfarbe ohne Rücksicht auf Verluste. Und das muss auch gar nicht so akkurat sein. Wichtig ist nur eben halt, dass all die Flächen, die ihr gerne eben halt definitiv nicht mehr mit dem Originalfarbton haben wollt, dass die eben halt eingefärbt sind. Wie bei mir jetzt hier die Schrauben. Die möchte ich definitiv nicht mehr in dem Originalfarbton haben. Und das Hintergrundpapier, das darf auch bitte verschwinden. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt das Grün, wenn das hier noch so ein Stück durchblitzt, das lasse ich auch so. Da gehe ich jetzt nicht weiter drüber. So, das mache ich jetzt mal schnell und dann melde ich mich gleich wieder zurück, weil das wird sonst einfach zu langweilig für euch. So, jetzt habe ich noch. Also ich habe das alles eingeschwärzt und dann habe ich ja irgendwie mal mir ein schwarzes Spray fertig gemacht und warum auch immer, da ist dieser geile Effekt, nachdem ich das mit dem Acryllack bestrichen hatte und dann mit dem Spray eingesprüht habe, ist dieser Effekt bei rausgekommen. Ich finde den ja so Hammer, hätte ich jetzt nicht gedacht, passt aber perfekt, denn jetzt kommt unser Highlight. Und das wird sein, weil der Farbton ist letztendlich irgendwo schon so ein bisschen vorgegeben. Diese vier Farbtöne werde ich noch mitnehmen. Das ist Kupfer, das ist, na Mensch, Kupfer und Bronze. Obwohl Bronze bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ein bisschen Gold und Grün. Also Grün auf jeden Fall, die möchte ich da definitiv mit drin haben, so ein bisschen. So. Und wie gehe ich da vor? Ganz unkompliziert. Also, ich mache mir meine Näpfchen auf. Eigentlich müsste ich auch Silber nehmen, aber Silber würde mir jetzt hier nicht passen. So, ich möchte Uhr irgendwie in Bronze haben. Habe ich mich gerade entschieden. Und dann gehe ich hier einfach nur so ein bisschen drüber und hole die Konturen dieser Uhr wieder zum Vorschein. Da gehe ich auch ganz zart, also wenn ich ganz dolle drauf gehe, dann wird es eben halt doller. Und wenn ich ganz zart da drauf gehe,
dann gibt mein Finger eben halt nur ein bisschen von dieser Farbe ab. So, dieses Zahnradgebilde hier unten, das möchte ich in Gold haben. Und da gehe ich dann auch ganz zart drüber. Und das Kupfer, was ich hier oben erst drauf hatte, decke ich praktisch damit wieder drüber. So, dass das eben halt. Deswegen sage ich ja, Steampunk verzeiht alles irgendwo. Und das finde ich total genial. So, jetzt haben wir diese Metallsachen. Da könnte ich mit dem Grün. Und ja, ich mache mir da auch kein Platt. Ich mache eben keine Platte. Ich mache jetzt nicht jedes Mal meinen Finger sauber. Weil das bisschen, was ich da noch am Finger habe, das fällt überhaupt gar nicht auf. Die Schraube, hier unten so ein bisschen die Mutter. Die Schraube wird in. Ja, machen wir die ganze Ecke hier so ein bisschen Kupfer. Und ich kann nicht da immer noch mit Bronze drüber gehen und das hier miteinander vermischen, wenn mir das zu viel ist. So, jetzt ist natürlich die Frage dieser Schmetterling. Irgendwie, denn ich habe ja auch noch dieses hier, wo dann eben halt To Do draufsteht. Die Buchstaben sind eingefärbt. Jetzt ist die Frage, in welcher Farbe mache ich die Buchstaben? Ich glaube, ich nehme hier doch Silber. Das hier so ein bisschen, weil es sind ja alles Metallicfarben und da kann Silber meines Wissens eigentlich ruhig mit rein. Oder, ja, wenn nicht, mache ich ihn nochmal. Nee, halt nicht Kupfer, sondern Gold. Quatsch. Jetzt bin ich ganz irritiert. Nee, das muss Silber. Ja, und es sind dann eben halt so Entstehungsprozesse, die man dann eben halt immer so anpasst, ausprobiert. Da kann man im Vorfeld mitunter anderem manchmal gar nicht sagen, ja, das wird so und so. Das ergibt sich beim Arbeiten. Aber viele, die eben halt im Steampunk oder im na, Mixed-Media-Bereich arbeiten, die wissen eben halt auch, dass manche Dinge sich einfach aus dem Arbeiten heraus ergeben. Ja, das gefällt mir nämlich viel besser, wenn diese Schraube hier silber ist. Die hier unten muss auch noch ein bisschen anders. Genau wie die hier. So. So, und dann kommt das nämlich hier so rauf. Und dann kommt da To Do drauf und die Buchstaben, die mache ich dann wahrscheinlich wieder in grün. Mal gucken. Erstmal werde ich das Ding jetzt hier mit den Buchstaben versehen. Halt, in der richtigen Reihenfolge. Und dann, wenn ich das aufgeklebt habe, dann habe ich auch wahrscheinlich diese Seite schon fertig und melde mich wieder. Ich wünsche euch ein tolles 2022. Ich hoffe, ihr seid alle richtig gut ins neue Jahr reingerutscht. Der Kater ist ausgeblieben und wenn, dann seid ihr ihn hoffentlich mittlerweile wieder los. Ja, ich habe es dann leider gestern nicht mehr geschafft gehabt, das komplette Video fertig zu drehen, denn es wurde dann doch etwas zu laut. Aber ich bin jetzt mittlerweile fertig mit dem Projekt, was ich eben halt machen wollte. Und das zeige ich euch jetzt. Das ist einmal der To-Do-Block, der jetzt so aussieht. Ich hoffe, ihr könnt ihn in seiner vollen Pracht sehen. Und die Rückseite sieht so aus. Und wenn man ihn aufklappt, dann hat man hier auch nochmal mit einem angepassten Hintergrund Blöcke, wo man dann eben halt seine Aufgaben
einschreiben und abhaken kann. Ja, das war aber nicht alles, weil dann wäre es einfach gewesen oder dann hätte ich es definitiv zeitlich geschafft. Aber ich habe zeitgleich zu diesem Projekt noch etwas anderes gemacht. Und das ist das hier. Ja, jetzt denkt ihr auch, Röhre, ja, lauter Öffnungen. Aber ich drehe es mal. So. Oder ich zeige es von dieser Seite. So. Oder so. Oder eben halt so. Es ist natürlich mit einer Kamera, die von oben kommt, ein bisschen komplizierter, aber ich denke mal, so sollte euch ein guter Einblick damit gegeben sein. Von unten sieht es dann so aus. Ja, ich bin total happy, dass ich dieses Projekt fertig gekriegt habe. Ich zeige es euch nochmal von der Seite. Ja, es ist natürlich echt doof. Ich könnte natürlich auch noch Fotos einblenden, aber auf Instagram und bei Facebook kann man eben halt dann auch nochmal gute Fotos sehen. Ich habe schon welche geschossen, sind auch schon bearbeitet, sollte eigentlich möglich sein. Ja, der wird sich auf die Reise machen, das wird in meinen Shop einziehen und ja, ich bin gespannt, was ich mir als nächstes einfallen lasse. Bin sehr happy, es hat extrem viel Spaß gemacht und ja, ich wünsche euch jetzt einen zauberhaften Abend und drücke euch ganz doll. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao, euer Kreativfalter.